Es ist Hochsommer, die Zeit der Blumen und Düfte. Mit den bunten Farben locken die Blumen viele Insekten an, vor allem aber die Honigbiene. In dieser Jahreszeit herrscht bei uns Trubel in den Freibädern, bei den Bienen Hochbetrieb im Bienenstock. Doch wie kommt der Honig eigentlich in die Waben? Die Biene sammelt den Nektar in den Blüten und trägt ihn in die Waben rein. Und dort reift der Honig über einige Zeit. Die Bienen trocknen den Honig, sie entziehen das Wasser, indem sie mit den Flügeln wedeln und den Honig austrocknen, bis er eine bestimmte Konsistenz hat für die Bienen. Und wenn die Bienen merken, dass das erreicht ist, dann wird ein Wachsdeckel über die Wabe gemacht und die Biene lässt den Honig ruhen. Wenn der Imker sieht, dass die meisten Waben verdeckelt sind, dann kann der Honig geerntet werden. Und wenn sie dann genug gesammelt haben, kann endlich geschleudert werden. Wir holen jetzt den Honigraum rein, um den ersten Honigraum zu schleudern. So. Hygiene wird auch in der Imkerei großgeschrieben. Das sind die verdeckelten Honigwaben. Wenn der Honig reif ist, verdeckeln die Bienen den Honig und er bleibt noch ca. 3 Tage stehen. Dann ist er zum Schleudern gut. Wenn er zu feucht geschleudert wird, kann es passieren, der Honig wird sauer. So, jetzt fangen wir an, den Honig zu entdeckeln, damit wir ihn schleudern können. Der entdeckelte Wachs ist sehr lecker und man kann ihn zwischendurch zum Naschen benutzen. Es ist natürlicher Bienenwachs, ganz allein von den Bienen gebaut und hergestellt und von daher ist er essbar. Jetzt heißt es ab in die Schleuder und los geht's. Allerdings muss man aufpassen, denn wenn man zu schnell am Anfang schleudert, kann es passieren, dass die Waben kaputt gehen. Wenn der Traubenzuckergehalt des Honigs höher ist, wird er schneller fest. Das ist zum Beispiel beim Rapshonig der Fall. Und wenn der Fruchtzuckergehalt höher ist als der Traubenzuckergehalt, dann wird er flüssig oder bleibt er länger flüssig. Bei unserem Schleudern hatten wir ca. 17 Kilogramm Honig. Das sind ungefähr 34 Gläser. Na dann. Sammelt mal schön weiter.